Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Zockbox-Video. Leute, ihr seht, hier sieht's aus wie Kraut und Rübe. Ich bin krank, keine Ahnung. Es hat folgenden Grund. Ich war ja bei der Gamescom, wie ihr ja im Video zuvor gesehen habt. Da habe ich mir irgendwas eingefangen. Also ich habe ganz viele aus dem Retro-Bereich jetzt schon gehört, die sehr krank geworden sind. Bei mir ist es so, mir geht's halt nicht gut, sagen wir mal so. Aber heute kam die Zockbox und die muss ich einfach öffnen, weil ich halt, ja... Wie soll ich sagen? Ich mag das halt einfach nicht, was liegen zu haben, wo du halt weißt, da könnte was Geiles drin sein und dann öffnest du es nicht. Also ich kann das nicht. Da bin ich wie ein kleines Kind. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und deswegen öffnen wir jetzt die Zockbox. Kleiner Disclaimer, lasst es bitte so sein, wie es ist. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Es tut mir wirklich leid. Da liegen noch ganz viele andere Sachen rum hier. Meine Famicom Games, dazu wird es ein Format bald geben. Die neue Return liegt da. Ein schöner Arcader. Mein Arcade-Stick. Komm. Oh yeah! Oh yeah! Wir haben dreimal Game Boy, einmal NES, einmal Super Nintendo und last but not least... Gummibärchen! Ich würde sagen, wir starten mit den Game Boy Games. Die Ottifanten Baby Brunos Albtraum. Leute, ich habe erst letztens ein YouTube-Video gesehen, wo alle Ottifanten Games halt vorgestellt wurden. Und da war das auch mit drin. Das habe ich persönlich nie gespielt, aber die Ottifanten Games waren damals echt cool gewesen. Deswegen freue ich mich, dass ich dieses Spiel nun in meiner Sammlung habe. Ich muss ehrlich sagen, dieses Cover, warte, fokussier. Dieses Cover ist einfach unfassbar 90er. Leute, zieht's euch rein. Ja, fokussier halt einfach gar nicht. Ist egal. Leute, ich blende euch ein wenig Gameplay ein. Die Fanden fürs Game Boy. Kommen wir zum nächsten Spiel. Marble Madness. Ja, Leute, das ist auch so ein Spiel. Das ist so ein Standardspiel, würde ich sagen. Das haben wir alle gespielt. Das hatten wir alle. Ich habe es leider nicht in meiner Sammlung mehr. Also jetzt wieder. Das ist eigentlich echt gut, dass ich es jetzt habe. Es war auch bei den Sega-Zockboxen drin. Da habe ich das auch einmal fürs Mega Drive drin gehabt. Also, ist ein solides Spiel. Leute, wenn ihr euch nichts drunter vorstellen könnt, dann dran geblieben, weil ich blende euch jetzt ein wenig Gameplay ein. Marble Madness. Kommen wir zum letzten Gameboy-Spiel. Burai Fighter Deluxe. Leute, das ist auch so ein Spiel aus meiner Kindheit, wo ich zum ersten Mal dieses Cover gesehen habe, wie dieser Mensch auf diesen Drachen oder was auch immer das ist losgeht. Ich war so dermaßen geflasht. Und ich muss auch sagen, das ist gar kein schlechtes Spiel. Freut mich sehr, das wieder in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Wenn ihr euch da nichts drunter vorstellen könnt, gar kein Problem, weil ich blende euch ein wenig Gameplay ein.
Burai Fighter Deluxe fürs Game Boy. Leute, noch zwei Spiele und ich würde sagen, wir starten mit dem NES-Spiel. Crackout fürs NES. Leute, das Spiel sagt mir gar nichts, aber es ist auf jeden Fall ein Palcom-Software-Game. Wie drauf steht, es hat ein ganz, ganz crazy Cover, also ihr seht es ja, ganz, ganz abgedreht. Ich kann euch darüber nichts sagen, Leute, weil ich kenne das Spiel nicht. Oder vielleicht kenne ich es doch, aber ich habe das Cover halt noch nie gesehen. Freut mich allerdings, dass ich es jetzt in der Sammlung habe. Und Leute, ich würde sagen, komm, ich kann euch nichts drüber erzählen. Ich blende euch ein bisschen Gameplay ein. Crackout für die NES. So Leute, kommen wir zum letzten Spiel. Ich denke, das könnte jetzt auf jeden Fall noch ein Kracher sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Nigel, schlag mich tot, Indica fürs Super Nintendo. Ich muss dazu sagen, natürlich wünscht man sich solche Spiele nicht in der Box. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings mag ich das, dass ich hier Spiele bekomme, die ich vorher mit dem Arsch nicht angeguckt habe. Also mal auf Deutsch gesagt. Ich habe diese Spiele nie beachtet. Und gegebenenfalls ist das Spiel ja cool. Ich weiß es ja gar nicht. Ich sehe jetzt einfach nur ein Autorennspiel oder ein Formel-1-Spiel und denke mir, oh, schon wieder ein Rennspiel. Und sonst, vielleicht ist das Spiel ja cool. Das weiß man ja nicht. Zumindest habe ich es nicht in meiner Sammlung, Leute. Und kann euch über dieses Spiel halt gar nichts erzählen. Deswegen würde ich sagen, ich blende euch ein wenig Gameplay ein. Indica fürs Super Nintendo. Das war's mit dem Zockbox-Video für heute. Wir machen heute mal kein Rückspul-Aufzählungsding. Ich glaube, das wollt ihr auch gar nicht. Ist nicht die beste Box bisher gewesen, aber wenn man mal ganz ehrlich überlegt, ich habe die letzten Monate so krasse Boxen gehabt, das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Ich will nicht meckern und ich werde auch nicht meckern. Ich finde es in Ordnung. Die Spiele wandern jetzt natürlich auch alle in meine Sammlung. Ich habe damit meine Sammlung auf jeden Fall wieder ein bisschen größer gemacht. Dankeschön, Zockbox. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Leute, schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr von dieser Box haltet und was ihr darüber denkt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Let's go.